Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Guten Tag, ich bin Jutta Lindemann aus der Kirchengemeinde Grünstadt. Unser täglich Brot gib uns heute. Das beten wir in jedem Vater unser. Es ist die Bitte um das tägliche Brot, die Lebensgrundlage, unsere Grundsicherung, unsere Nahrung für Leib und Bauch. Was mich beschäftigt, ist die zunehmende Zahl der Menschen in unserer Nähe, die zwar das tägliche Brot haben, aber auch sonst nicht viel mehr. Bekommen wir das mit? Kenne ich jemanden, der von einem Minimum leben muss? Beobachte ich Menschen, die nach Leergut im Abfall stochern, um sich das Pfand zu holen? Die wachsende Zahl der Menschen, die zur Tafel gehen? Die Menschen, die alleine und einsam zu Hause sind? Gott nimmt diesen Hunger wahr und er sagt: Nun fangt mal an zu teilen, nicht nur vom Brot. Und sie teilen und achten aufeinander und geben weiter, der eine dem anderen, und alle werden satt. Schauen Sie sich um in Ihrem Ort. Gibt es da Aufgaben für uns als christliche Gemeinde, damit alle, wirklich alle am Leben teilhaben können? Bei Johannes lesen wir vom Himmelsbrot. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. So sagt Jesus Christus. Wer Himmelsbrot sucht, der kennt den Hunger nach lebendigem Brot, nach Leben, das mehr ist als materielles. Eine Sehnsucht nach dem Sinn, nach Gott, das ist es doch, was uns als Christen zusammenführt. Das reale Brot vielleicht auch für den Bauch, aber nicht für die Seele. Wir sind doch Wesen, die auf ein Mehr angelegt sind. Nicht nur auf das Kalorienbrot, sondern auf das Himmelbrot, auf Erfüllung, auf Bestätigung, auf Zuwendung, auf Trost, auf Hoffnung, auf Liebe. Wo gibt es das? Jesus sagt: Ich bin das Brot. Ich stille euren Hunger. Kommt, esst, habt Anteil an mir. Hier ist die Speise, die euch ernährt über den Tag hinaus. Ja, sogar über euer Leben hinaus. Ich bin das Brot des Lebens. Ich nähre euch und eure Seele. Ihr sollt keinen Hunger leiden. Macht euch satt an den reichen Gaben unseres Gottes. Sättigt euch in unseren Gottesdiensten, in guten Begegnungen, in Worten, in der Stille, dass du keinen Hunger fühlst, sondern durch die gute Botschaft von Jesus Christus spürst, was uns der Glaube gibt, wie er uns wirklich nährt. Hier werden wir satt. Nimm hin und esst vom Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Der wird teilen und seinen Mitmenschen sehen. Geht im Frieden und im Segen. Ich bin bei euch alle Tage. Keinen Tag gibt es, den du nicht mehr in meiner Nähe verbringst. Guten Appetit. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Reich ist deine Güte für alle Menschen. Du schenkst uns gute Nahrung, die uns stärkt und erfreut. Sonne, die uns leuchtet und wärmt. Wind, der uns erfrischt und belebt. Menschen, die unser Leben teilen. Lass uns deine große Güte begreifen und weitergeben. Was wären wir ohne dich? Hab Dank für all dein Tun. Amen. Nun bleibt behütet mit dem Segen des Herrn. Mit seiner Gnade beschenke dich Jesus Christus. Gottes Liebe begleite dich auf all deinen Wegen.
Der dreieinige Gott halte schützend seine Hand über dir und segne dich. Amen.